Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdeb hier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier frisch zum Nikolaus. Heute ist der 6. Dezember. Leute, hoffentlich habt ihr brav eure Schuhe geputzt. Das Ganze feiern wir natürlich hier so ein bisschen. Bremen hat ein Update rausgebracht, ein Weihnachtsmarkt-Update, ein Weihnachts-Update. Und es gibt für den für den Irvine Mercedes-Benz gibt es ein Repaint in Fröhliche Weihnachten. Ist zwar jetzt nicht das hübscheste Repaint, was es so gibt, aber immerhin, das ist ein Weihnachts-Repaint, finde ich voll klasse. Okay, wir stehen hier voll mitten im Auto drin, das ist natürlich auch schön. Ja, wie gesagt, heute mal unterwegs in Bremen. Mal gucken, ob uns das Ganze gefällt hier. Bin mal gespannt, wie das Update so aussieht, ob wir hier so Weihnachtsmärkte oder sowas sehen werden groß. Lassen wir uns da am besten mal überraschen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. 98 nach Wegesack, alles klar. So. So, Linieneingabe haben wir, was hatte ich gesagt? 98. Umlaufnummer. Nee, das ist nicht die richtige. Nach Wegesack, richtig. So sieht's gut aus. So. Wollen wir die Türen aufmachen? Mahlzeit. Das ist ja ziemlich dunkel. Ja, ich bin da schon dabei, den Bus aufzurüsten. So. Gut, lassen wir sie jetzt alle einsteigen. Rückwärtsgang, Vorwärtsgang rein. 3 Minuten haben wir noch, dann geht's los. Ja, Bremen ist halt von vielen die absolute Lieblingskarte. Ich konnte mich jetzt mit der noch nicht so komplett identifizieren. Es ist eine schöne Karte, davon mal abgesehen. Aber ich finde es halt immer klasse, wenn es dann hier so Weihnachtsmärkte oder sowas gibt. Gibt es viele Frühwerkkarten, die tatsächlich das auch unterstützen. Ich hatte ja extra mal bei mir im Discord mal nachgefragt, wie sieht's denn aus? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, mal so eine Chrono-Daten irgendwie zu finden, um zu gucken, welche Karte bietet zum Beispiel die Weihnachtsmärkte und alles sowas. Gibt es eine Möglichkeit, allerdings ist das jetzt, sie ist ein bisschen versteckt so. Aber warte mal, ich nutze das gleich mal. Mache hier mal ein Bild von. Auf jeden Fall. Jetzt gerade zur Weihnachtszeit passt das eigentlich ganz gut. Gerade heute Nikolaus, ne? Also, viele finden den Tag toll. Es ist für mich ein weiterer Tag, wo ich Sachen kaufen muss, die ich dann in geputzte Schuhe packen muss. Ach ja. Vater sein ist schon was Tolles. Das freut mich. So, na gut. Lass uns erstmal überraschen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt da vorbeifahren an dem Weihnachtsmarkt oder Update. Wollen wir mal so ein bisschen die Daumen drücken jetzt. So, Türen auf. Achso, das ist ja das Problem, dass die hinten einsteigen, alles klar. Falls es ein Update gab, ich hab's nicht. Ich habe aber gesehen, ja, ich habe gesehen, dass viele Payback-Karten
echt keine Chrono-Events haben, ne? Also, wenn man sich damit jetzt immer so ein bisschen beschäftigt, ist es eigentlich schon echt traurig, dass es eigentlich von den großen DLCs her echt kaum eine Karte dabei ist, die so Chrono-Events dabei hat. Das ist ein bisschen echt eigenartig. Hier könnt ihr einsteigen. Steckt doch hier vorne ein, na endlich. Oh, ja, ja, beschwert euch mal. Beschwert euch mal. Das können sie in Bremen scheinbar. So. Ja, es lackt ein bisschen, aber naja. Es wird schon in Ordnung gehen, denke ich mal. Lass mal ganz kurz gucken. Immer so das Track AR mal so ein bisschen einstellen. So, Wegesack. Junge, 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 ist das kalt hier. Das ist ja dunkel hier. Hallo. Es ist dunkel? Also, mehr Licht kann ich nicht anmachen, junge Dame. Haben wir ein Problem, bitte. Würde ich mal fast behaupten. Es ist dunkel. So, Bahnhof Aumund. Streckenende. Boah, was ist denn hier los? Jetzt geht's ja los hier. Na. Boah, ist das kalt hier. Könntest du bitte das Licht anmachen? Ey, mach mal die Heizung an. So, was ist denn mit der Heizung hier los? Achso. Heizt aber scheinbar überhaupt nicht. Stehen auf dem Bordstein. Aber ich muss mal sagen, also hübsch ist der Bus wirklich nicht. Also, das war so am Rande, ne? Also, hübsch nicht. Hier, guck mal, hier sogar hier drin, ja. Mit Weihnachtssitzen und sowas. Der Weihnachtsbus von Bremen. Ladehänger wieder.
Gottes Willen, was ist denn hier los? So, was haut jetzt gerade meine Track-IR-Kamera hier nicht hin? Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Schön. Was ist das denn? Ganz ehrlich, hat er Pech gehabt, der fällt mir rein. Muss aber leben. Es ist wohl, dass die Fahrgäste nicht aussteigen wollen. Irgendwas, wie gesagt, heute mit Track-IR nicht 100% richtig. So, muss sagen, ein bisschen enttäuscht. Das ist ja diese große Weihnachtsbeleuchtung, von der sie hier gesprochen haben. Dann haben wir genau wieder diese Linie gewählt, die das nicht besitzt. So. Moin. Moin. Mahlzeit. Moin. Mahlzeit. Also was das hier am Hängen ist, das ist schon echt fantastisch. Ja, tut mir leid. Dachte eigentlich, wir sehen jetzt mal ein bisschen Weihnachtsdekoration und sowas. Aber ich muss wahrscheinlich genau eine von zwei Linien ausgewählt haben, wo jetzt halt zum Beispiel
nichts ist. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Naja, zumindest hatten wir heute unseren Frohe-Weihnachten-Bus. Das ist doch ebenfalls was. Aber man gewöhnt sich an den Irvine. Wenn man den so ein bisschen gefahren hat, dann klappt das Ganze schon. Ist natürlich nicht schön. Hätte ich mich jetzt so drüber gefreut. Zumal die das halt groß angekündigt haben. Aber das wird wahrscheinlich auf der Stammstrecke sein. Gehe ich mal stark davon aus, dass da dann so ein bisschen Weihnachtsklimbim denn da rumhängt. Aber wenigstens haben wir es schön weiß hier, so wie es sich eigentlich gehört zur Weihnachtszeit, ne? Und nicht hier ja, sonnig. Ich glaube, da sind gerade die Räder voll durchgedreht. Naja, wenn schon, denn schon, ne? Oh, doch, da, guck mal, hier haben wir sie. Wir haben hier die Weihnachtsbeleuchtung. Spektakulär! So, wir können damit? Nö. Da haben wir so noch unsere Weihnachtsbeleuchtung. Ist hier auch noch ein kleiner Markt irgendwie sowas? Nö. Das war's? Das war's jetzt? Echt jetzt? Ja. Da bin ich jetzt ein bisschen baff, ein bisschen enttäuscht, muss man tatsächlich sagen dazu. Warum setzt man hier nicht so einen fetten Weihnachtsmarkt drauf oder sowas? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt in der Realität, ob da ein Weihnachtsmarkt entstehen würde oder sowas, aber zum Beispiel, wo sind die ganzen Weihnachtsbaumhändler hin hier, ne? Die ihre Weihnachtsbäume verkaufen oder alles sowas. Die stehen da überall an jeder Ecke. Wenn ich mir vorstelle, dass es in Bremen sowas nicht gibt, aber... Als Weihnachtsupdate, oh, jetzt fange ich schon an zu spucken. Als Weihnachtsupdate ist es doch ein bisschen dürftig. Naja. Wir waren unterwegs in der Weihnachtsstadt Bremen, wo man in einer Straße so ein paar Sachen gegangen hat. Das ist egal. Und ja, Bremen hat ja nun mittlerweile einige Updates bekommen. Ich muss sagen, von der Performance her hat sich da echt nicht viel getan. Ich muss aber dazu sagen, ich wusste, mein Omsi ist irgendwie ganz blöde gecrashed. Und dadurch sind meine Einstellungen natürlich weg, die ich ja sonst immer hatte. Aber... Ich bitte euch, Leute. Ich liebe Weihnachten, ja. Das ist ein bisschen sehr dürftig. Und wenn das irgendwo jetzt auf der Karte genauso aussieht, dass hier so ein paar Sternchen rumhängen, wünsche ich mir doch irgendwo eine Karte, die irgendwo gegen Nordpol ist. Ich freue mich schon auf die Weihnachtskarte. Die Weihnachtskarte ist episch. Die ist zwar nur 5 Minuten lang, aber sie ist episch. Die ist halt komplett mit Weihnachten und sowas. Ach ja, schön. Ja, und ich will gar nicht so viele Worte hier heute verlieren. Ich denke mal,
das, was wir jetzt gesehen haben, ja, langt heute für den Nikolaustag. Wie gesagt, ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Tag, ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Und sonst, danke. Du bist ein bisschen sehr laut. Ja, natürlich, denn bis zur nächsten Folge würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr wieder einschaltet zu einer weiteren OMSI-Folge hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich. Ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.